gut, in diesem Sinne herzlich willkommen zur Pressekonferenz des LASK im Anschluss an die 14. Runde der Admiral Bundesliga. Der LASK gewinnt hier in der Raiffeisen Arena Pasching mit 4:1 gegen den WRC und am Podium begrüßen darf ich unseren Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, bitte um dein Fazit zum heutigen Spiel. Ja, vorweg war es natürlich für uns ein sehr, sehr wichtiges Spiel, weil ich glaube, wenn wir mit dem Sieg heute, ist es so, dass wir oben dabei bleiben. Ohne dass ich jetzt sage, dass wir jetzt Meister werden wollen, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig gewesen für uns. Das Zweite ist, dass wir für die Kämpfer auch sehr, sehr wichtig, weil wir haben gute Spiele zu Hause gemacht, haben dann den Sieg nicht geholt, obwohl wir viele, viele Möglichkeiten gehabt haben. Und das war in Anbetracht dessen, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Eigentlich von Minute 1 bis Minute 90, weil die Burschen das heute wirklich so durchgezogen haben, dass sie das Spiel gewinnen wollten und war wichtig für die Köpfe vor allem. Danke, Didi. Damit kommen wir schon zu euren Fragen. Wer möchte beginnen? Herbert Pungern, Upper Liga Portal. Es war ja heute bestimmt keine leichte Entscheidung für dich, diese Dreieroffensive mit Nakamura, Horvath und Joey. Der Robert hat gesagt, dass er erst kurz vor dem Match, also bei der Spielerbesprechung, erst davon erfahren hat und es war knapp. Was hat denn dann den Ausschlag gegeben, dass der Golgi draußen geblieben ist? Ja, man schläft über Entscheidungen. Es war am Tag davor war es nicht so. Also wir haben dann anders trainiert, aber trotzdem, also wir haben schon gedacht, wo wir Vorteile haben können, was der Golgi nicht hat und was der Sascha hat. Und ich denke, nachträglich war es dann die richtige Entscheidung, wobei ich froh bin, dass wir den Golgi trotzdem haben. Ein einziges Haar in der Suppe finden kann. Das war diese Auswechslungspanne am Schluss. Was war denn da los? Da stand ein Spieler schon bereit, wurde zurückgeholt, dann kam dann Nemanja. Es war keine Panne, sondern es war einfach so, dass ursprünglich wollten wir ja in Ziel und in Steuge austauschen, weil sie ein bisschen so Kleinigkeiten gehabt haben, dass der Robert dann dazwischen funkt und sagt, er hat Probleme. Ich habe aber gedacht, dass wir durchbringen können, aber er hat dann gesagt, dass es nicht mehr geht und war schön gewesen für den Luca Wimhofer, dass er reinkommt, weil das kann ihm keiner mehr nehmen. Andererseits ist es so, wie es ist. Also Fußball ist ja nicht so, dass man jetzt irgendwelche Sentimentalitäten hat, sondern wir mussten dann schauen, dass wir das dann noch stabil halten. Weitere Fragen? Roland Kortner, Volksblatt. Mir ist aufgefallen, der Jubel nach dem 14:0 war relativ emotional. War das, weil für dich dann das Gefühl da war, jetzt ist endgültig der Deckel drauf auf die Partie? Oder nein, also was hat das für einen Grund gehabt? Ja, das hat mich jetzt schon was keiner gefragt. Nein, das ist nicht der Fall. Aber ich habe mich vorher immer gefreut nach dem ersten Goal. Grundsätzlich freue ich mich wie jedes Tor. So ist es ja nicht. Aber ich denke, wir sind immer bestraft worden, wenn wir in Führung gegangen sind. Jetzt haben wir gedacht, jetzt mach's halblang, sei entspannt. Und nach dem vierten haben wir gedacht, also wenn da heute noch was passiert, dann haue ich mich von der Brücke runter. Gut, weitere Fragen? Nein, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gefühl, ich hätte nicht verloren. Mit 1, mit 2, mit 3 natürlich ist es einfacher, aber ich denke, man hat schon heute gesehen, dass die Burschen wirklich wenig hergeben, defensiv. Und das war schon sehr wichtig für uns. Und deshalb, das hat jetzt nichts zu tun gehabt. Mit 4 war es dann einfach so, dass dann für euch zwar der Sock zu war, für mich war es schon früher erkennbar, muss ich sagen. Aber mit 4 so gescheit bin ich dann auch da muss viel passieren. Also da kann nur mal die Welt untergehen und von denen waren wir weit weg. Herbert Eichinger, Kronenzeitung. Wie war das heute der Robert Schul, wie du ihn sehen willst? Er hat da nach der langen Pause einige Probleme gehabt, der war nicht schlecht, aber die Form, die er in Deutschland gehabt hat und die er heute gezeigt hat, hat man bisher noch nicht gesehen. Ja, die 3 Tore waren für ihn sehr, sehr wichtig. Ist er erst der Hattrick gewesen, aber ich denke, er wird uns im frühen Nomen helfen. Ich denke, dass er noch immer nicht auf 100 ist, würde ich sagen. Und trotzdem ist er ein Spieler, der was Bälle gut sichern kann, der die Räume gut bespielen kann. Und bin froh, dass wir ihn haben. Und nee, ich würde es ihm, glaube ich, auch genauso gefallen wie mir heute, dass das wichtige Tore für uns waren. Günther Mayhofer, Oberösterreichische Nachrichten. Nach dem 4:0 ist ja da noch was passiert, das 4:1. Wie groß ist die Verärgerung oder ist das heute angesichts des Zeitpunkts egal? Grundsätzlich ärgert es mich ein bisschen, würde ich sagen. Aber ich denke, für uns war in erster Linie der Sieg heute wichtig. Aber natürlich, ich kenne jeden Torhüter und der Gas ist auch sehr ehrgeizig und natürlich, das haben wir alle. Und es war schön gewesen, mit einem 0:0 das Spiel fertig zu machen. Aber ich will mich da oftmals wiederholen.
mir ist ein 2-1 lieber, wenn es über die ganze Saison ist, wie immer 0-0. Also ich denke, wichtiger ist, dass wir dann am Ende des Tages ein Tor mehr geschossen haben. In dem Fall war es halt 3 Tore mehr. Aber natürlich ist halt ein kleiner Punkt, wo ich sage, okay, das ist das Einzige, aber das bewegt mich dann wirklich großartig. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Bitte sehr. Du hast ja wahrscheinlich den WRC heute nicht so erwartet, wie sie aufgetreten sind. Weil so defensiv haben wir sie eigentlich noch nie erlebt. Ist dir das dann im Laufe der ersten Halbzeit bewusst worden oder warst du erstaunt, dass das so defensiv auftreten? Ja, defensiv auftreten ist es auch nicht, aber trotzdem haben wir ganz normal spielen können. Also sie sind zwar eher in der Defensive gut gestanden mit vielen Spielern, aber im Wort, wir konnten immer durchspielen. Das war der große Unterschied. Das bedeutet nicht, wenn ich eine Verteidigung habe, die was im Prinzip eher defensiv das anlegt und trotzdem konnten wir immer in den Halbräumen spielen, wir konnten eigentlich immer die Bälle ohne Probleme durchstecken und konnten eigentlich kombinieren. Und da muss ich sagen, ist nicht mein Thema, würde ich sagen. Und ich bin froh, dass die Burschen das ganz gut gemacht haben. Aber wir beschäftigen uns mit dem Gegner. Wir haben gewusst, dass er offensiv gut ist, aber dass er hinten mehr Probleme hat. Und das hat man deutlich gesehen. Und die Burschen haben es gut gemacht. Gut. Gibt es noch Fragen? Herbert Pummern? Wir werden uns ja vor dem nächsten Auswärtsspiel wahrscheinlich nicht mehr sehen. Der Robert hat kategorisch, und wir können ihm heute schon widersprechen, Robert Joey, hat abgelehnt, dass der dritte Platz zementiert ist, dass man da jetzt überwintert. Aber wenn ich jetzt so schaue bei der Tabelle, ich meine, es sind noch 2 schwere Spiele. Klar, das sind natürlich Mannschaften, Rapid, weißt du selber, Sturm. Wie siehst du denn da jetzt die Konstellation mit Blick auf die letzten 2 Spiele vor der Pause? Grundsätzlich ist es so, dass wir sie in eine gute Position gebracht haben. Das erste Ziel war für uns, dass wir im oberen Lauf sind. Das war das Wichtigste für uns. Ich glaube, da muss man Teufel zugehen, dass wir das jetzt nicht schaffen würden. Und trotzdem sind jetzt noch 2 Spiele da, wo ich sage, Rapid hat gestern immer wieder Herz bewiesen, dass sie zurückgekommen sind. Und Sturm ist, glaube ich, in dieser Saison aufgrund vom Kader und aufgrund, dass sie wirklich, wenn sie eintauschen, dass sie im Wort nicht als Sekunden schlechter werden, sind sie Salzburg sehr nah, würde ich sagen. Also es sind 2 Spiele, die wir beide gewinnen können, aber natürlich auch verlieren können. Und wir fahren nach Wien, dass wir ein gutes Spiel machen. Und wir werden auch gegen Sturm versuchen, ein gutes Spiel zu machen. Aber Platz 3 grundsätzlich ist so, wenn er am Ende des Jahres drin war, würde man wahrscheinlich nehmen. Aber wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Und das ist jetzt einmal nächsten Sonntag. Wir wollen jetzt einmal den Sieg genießen. Das ist mir weitaus wichtiger. Gut, das also die Schlussworte und in diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank.